Servus und willkommen zu einer neuen Folge von SimCity. Hab jetzt schon ein paar Tage nicht gespielt, aber wir springen einfach mal gleich ins Spiel und gucken mal. Ich weiß, dass wir alles versuchen im Moment, um irgendwelche Einwohner in unsere wundervolle Großstadt zu bekommen. Eigentlich brauchen wir Einwohner hier drüben. Aber da haben wir halt keinen Platz mehr, weil wir haben hier einen relativ großen Industriebereich und so. Und deswegen haben wir hier quasi nochmal angefangen, Sachen zu bauen. Oh, und ja, wir versuchen quasi, also das war dann die weitere Intention. Wir haben hier so ein paar Sehenswürdigkeiten für Touristen gebastelt. Und ich hoffe, dass ich damit halt ein paar Leute in die Stadt bekomme. Aber ob das funktionieren wird, das werden wir noch sehen. Falls ich jetzt zwischendurch mal etwas hüstel, tut es mir leid, aber ich bin ein wenig erkältet. Und ja, hab's noch nicht ganz unter Kontrolle, aber es wird langsam besser. Ich bitte trotzdem da mich zu entschuldigen. Ja. So. Wir müssen jetzt quasi mal alles dafür tun, dass es den Leuten hier auch gut geht. Also interessanterweise, kurz nachdem wir dieses Hotel hier gebaut haben, sind gleich ein paar Wolkenkratzer aus dem Boden geschossen. Das fand ich schon mal ganz gut. Aber wir brauchen quasi noch ganz viele Wolkenkratzer, dass es da weitergeht. Die haben alle keinen Unterricht. Kein Unterricht, kein Unterricht. Wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir hier, glaube ich, auch gar keine Schule haben. Die sollten nämlich eigentlich auch pendeln. Ja? Nein? Hallo? Also Arbeiter pendeln gerade ganze 21. Großartig. Ne, ich glaube, wir müssen die mal ein bisschen aufmodeln hier, unsere Arbeiter, mit Bildung. Ich glaube, da werden wir nicht drum rumkommen. Bildung. Ja, fangen wir halt mal ganz normal mit Schule an und so, ne? Wo bauen wir das aber hin, ey? Ich habe hier auch schon keinen Platz mehr. Und jetzt rächt sich's ein wenig, dass ich nicht schachbrettartig gebaut habe, wie ich das sonst immer mache. Ich glaube, hier oben machen wir mal so einen Bildungsdistrikt hin. So, da kommt... Scheiße, jetzt machen wir erstmal wieder Kohle. Deswegen müssen wir mal schnell machen. Also hier haben wir jetzt eine Grundschule. Ich hoffe, dass da auch gleich mal jemand anfängt zu arbeiten. Schulbushaltestellen müssen wir natürlich noch verteilen, damit wir nicht vergessen. Einfach so, dass die ganzen Gebiete einfach abgedeckt sind, dass alles schön gleichmäßig grün ist. Also ich versuche zumindest, dass alles schön gleichmäßig grün ist. So, das wird eigentlich langen. Hier noch eins. Aber hier brauchen wir auch auf jeden Fall noch ein paar Haltestellen. So, das sollte jetzt aber... Ja komm, hier noch ein paar. Das sollte jetzt aber hier auch langen. Wo fahren denn die Busse da gerade hin? Die fahren alle nach außen. Haben wir jetzt, wie viel pendeln denn jetzt nach da rum? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber wird schon seine Richtigkeit haben. Aber, es scheint tatsächlich schon was zu bringen. Holla, die Waldfee, das ging jetzt aber zügig.
dieses kleine bisschen Bildung hat veranlasst die jetzt alle quasi größere Häuser zu bauen. Finde ich super. Wie sieht's denn hier aus? Was wollen die denn? Bürgermeister, bisher ist die Unterrichtsteilnahme ganz gut. Ich will dennoch nicht, dass einzelne Kinder schwänzen. Könnten Sie bitte einmal genauer darauf schauen, dass auch wirklich alle den Unterricht besuchen? Ja, wie soll ich das denn machen? Sorgen Sie dafür, dass an einem Tag 60 Sims zu öffentlichen Schulen gelangen. Ja gut, also so schnell wie sich gerade der Balken da füllt, sollte das ja wohl kein Problem sein. Ne? Jo, sehr gut, geschafft. Hier kommen schon langsam größere Gebäude zum Vorschein, das finde ich super. Ich hoffe, dass dann auch bald Wolkenkratzer folgen. Ja, kommen hier so ein Schulbus. Brauchen wir auf jeden Fall noch, weil wir haben gerade sau viele Schüler. So, machen wir mal schön eine große Grundschule draus. Ein paar Stockwerken. Also so scheint es ja jetzt ganz gut zu klappen, mehr Einwohner zu bekommen. Wie viel haben wir denn momentan? 12.787. Und steigt. Ey, was ist das denn für ein Quatsch? Da frage ich mich halt immer, also, sorry, liebes Maxis Team Electronic Arts, keine Ahnung, wer es verbockt hat, aber wie kann denn sowas passieren? Dass auf einmal die Stadt von 7215 Anwohnern auf 2067 einbricht und dann einen Monat später wieder auf 11.300 schießt. Wie soll das denn funktionieren? Und das innerhalb von 3 Monaten. Eine Schwankung von ja, von 14.000 Einwohnern. Wie soll das funktionieren? Also, da könnt ihr euch eure komische Simulation mal ganz geschmeidig in den Arsch stecken. Was willst du denn? Wir müssen Passagiere abweisen, weil wir nicht so viele transportieren können. Können Sie eine weitere Garage bauen? Aber natürlich kann ich eine weitere Garage bauen. Machen wir doch gerne. Hätte ich vielleicht auch mal früher machen können, habe ich nämlich leider etwas verpennt. So, das haben wir gemacht. Und was will der gute Mann? Frau? Nein, nein, Mann. Es kommen viele Pendler und Touristen hierher. Wir können gar nicht alle bewältigen. Wir brauchen mehr Busse. Alles klar, wie kann ich euch da aushelfen? Noch mehr Busse bauen. Leider habe ich dafür aber hier keinen Platz mehr. Was ich nicht verstehe, weil hier passt ja definitiv noch einer dazwischen. Na gut, 25 Minuten warten. Ich finde, das ist noch vertretbar. Was haben wir denn eigentlich hier für... Moment, was haben sie denn hier mit dem Wasser? Oh, da hinten gibt es überhaupt kein Wasser. Das ist aber nicht schön. Dann... Ja, komm. Hier können wir eh nichts bauen. Dann setzen wir hier mal 2... Wassertürme hin. Das sollte dann hoffentlich alle ihren Bedarf befriedigen. Oh, wir haben keine Polizei, fällt mir gerade auf. Das ist ein bisschen blöd, gerade wenn man hier ein Casino stehen hat. Und das wirft auch ordentlich Kohle ab. Aber Glücksspiel zieht natürlich auch immer finstere Gestalten an. Und damit werde ich wohl nicht drumherum kommen, mal eine Polizei zu bauen. Aber wo setzen wir die mal hin? Die können wir eigentlich... Scheiße. Die können wir nicht hier auf die Ecke setzen. Habe ich so ein doofes Gefühl. Na gut, setzen wir sie direkt neben das Casino. Aber geht es noch ein Stückchen weiter da hinten hin? Weil ich möchte hier vielleicht noch ein Casino hinbauen. So. Ein paar Polizei... Ah, scheiße, wir haben für Polizeiautos leider gerade kein Geld mehr, aber wir haben natürlich immer noch genug Geld für ein Schild. Und für eine Fahne. So. Geld läuft soweit, aber ganz ehrlich, ich glaube,
Wir werden uns mal ein bisschen hier drüben an der Stadt bedienen. Die hat genug Geld. Und jetzt muss ich mal kurz husten. Moment. So. Weil da drüben kann ich ja im Moment eh nicht viel machen. Ich warte hier quasi im Moment nur drauf, dass ich das Upgrade für die Uni starten kann. Ja. Gestern unterrichtet 813 Sims, aber es passt nur 800 in die Uni rein. Wie geht denn das, bitteschön? Naja, aber wir könnten unseren Campus mal ein kleines Stückchen ausbauen. Wo setzen wir das denn hin? Wahrscheinlich reiße ich jetzt irgendwie ein Haus ab, was viel mehr bringt als dieses blöde Wohnheim. Aber ganz ehrlich, ist mir dann auch egal. Haben wir denn schon ein Schild? Wir haben noch kein Schild, wie geht das denn? So. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber wir werden es schon merken. So. Genau. Geld schenken. Geschenke sind hier. Also, wir wollen... Schlack. Ein Arsch voll Geld schenken. 400. Naja, machen wir 350. Das sollte, glaube ich... Erstmal langen. Ich glaube, das läuft jetzt. Warte mal, wie läuft denn das jetzt? Ich glaube, da muss jetzt irgendwie erst mein Bürgermeister nimmt jetzt, glaube ich, irgendwie ein Geldkörbchen in die Hand und fährt dann rüber. Zumindest sah es so das letzte Mal aus. Baut hier eigentlich. Aha. Baut hier eigentlich noch jemand was? Momentan nicht so aus, gell? Hm. Boah, was können wir denn hier alles mit der Bürgermeistervilla noch bauen? Sind die Gebäude irgendwie mehr geworden? Also es gab zwischenzeitlich nochmal den ein oder anderen Patch und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es das letzte Mal, wie ich gespielt habe, noch nicht so viele Add-ons fürs Bürgermeistergebäude gab. Aber es sind angeblich auch mehr Hotels und so ein Quatsch dazu gekommen. Kann ich jetzt leider gerade noch nicht nachvollziehen oder nachprüfen. Wo ist denn hier eigentlich unser öffentliches Verkehrssystem? Ist das hier der Überlandbus? Ja. Aber hier können wir auch keine neuen mehr bauen. Ah, doch, da. Sehr schön. Vielleicht können wir das ein bisschen kompensieren. Weil in der anderen Stadt können wir ja leider nicht mehr bauen. Ah, da oben ist noch ein Schild drauf. Den will ich vergessen. Wie sieht es denn hier aus? Ich glaube, hier fahren alle Busse. Wie fahren die denn? Fahren die denn wenigstens halbwegs ökonomisch? Naja, die fahren alle kreuzquer durch die Stadt, aber naja, gut, was soll ich machen? Was ist mit unserem Bahnhof? Wie entwickelt er sich so? 287 pro Tag, ist okay. Könnte besser sein. So, jetzt... Fährverbindung, Zugverbindung, Schulbusverbindung, Busverbindung. Jetzt gucken wir nochmal, wie viele Pendler haben wir denn jetzt? 69, auf jeden Fall schon mal ein paar mehr. Ladenbesucher haben wir keine. Lieferung haben wir keine. Schüler und Studenten. Okay, jetzt werden es auch langsam mal ein paar mehr. Haben wir denn noch so... Ja gut, das interessiert uns eigentlich jetzt erstmal nicht. Ja, ich brauche Simleons. Und zwar ziemlich dringend, aber ich glaube, da muss ich jetzt erstmal in die Stadt rein und einmal gucken kurz. Aufschlag. Ich habe dich doch schon vorhin geladen.
So, jetzt müssen wir mal auf die Kohle warten, damit wir hier wieder ein bisschen was bauen können. Werd dann noch so den ein oder anderen... noch die ein oder andere Sehenswürdigkeit bauen, glaube ich, wenn unser Geld angekommen ist. Ach, da ist es auch schon. Aber was wir in der nächsten Folge bauen werden, seht ihr dann erst die Tage. Macht's gut, schaltet wieder ein. Bis dann, tschö.